Vielen Dank für die freundlichen einleitenden Worte an den Leiter des Marburger Staatsarchivs, Dr. Johannes Kistinich-Zerfass, und den Direktor des Deutschen Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte, Bildarchiv, Foto Marburg, Professor Dr. Hubert Locher. Auch mir ist es natürlich eine große Freude, hier unmittelbar am Ort des damaligen Geschehens die Ausstellung Das Staatsarchiv Marburg als Central Collecting Point eröffnen zu können. Wie ja schon in den Vorworten angeklungen ist, spielte Marburg vor einem Dreivierteljahrhundert mit seinen Institutionen eine bedeutende Rolle im Kulturgutschutz. Doch bevor ich auf das eigentliche Thema eingehe, möchte auch ich gerne einigen Beteiligten meinen Dank bei der Realisierung dieses Projektes aussprechen. Allen voran Dr. Annegret Renz-Hauptfleisch vom Hessischen Staatsarchiv Marburg und Professor Dr. Andreas Hedwig, Präsident des Hessischen Landesarchivs, für das Interesse an der Ausstellung, mit deren Idee ich vor einigen Jahren an Sie herangetreten bin. Diese hätte aber natürlich nicht umgesetzt werden können, ohne die tatkräftige Unterstützung vieler Kollegen des Staatsarchivs und aus dessen Umfeld. Besonders seien hier zu nennen Dr. Johannes Kistinich-Zerfass, Dr. Eva Bender, Dr. Katrin Marx-Jaskulski, Tom Engel und Willi Schumacher. Des Weiteren gilt mein Dank natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der zweiten involvierten Institution, die ebenso wie das Staatsarchiv Teil der Geschichte des Collecting Points war. Das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv Foto Marburg. Hier möchte ich speziell Professor Dr. Hubert Locher, Susanne Dörler, Magister Artium und Dr. Sonja Fessel nennen. Es freut mich zudem, dass wir mit Dr. Tanja Bernsau und Professor Dr. Iris Lauterbach zwei profunde Kennerinnen der Kunstgutsammelstellen in Wiesbaden und München für das Projekt gewinnen konnten. Ein ganz besonderer Dank geht an Karl-Heinz Schade, ehemaliger leitender Baudirektor des Landes Hessen und des Staatsbauamtes Marburg, welcher selber im Collecting Point als Schüler gearbeitet, uns mit seinen spannenden Erzählungen ein anschauliches Bild dieser Zeit vermittelt sowie Objekte zur Verfügung gestellt hat. Für die unkomplizierte und freundliche Überlassung von Ausstellungsobjekten möchte ich zudem Frau Otto, deren Mann ebenfalls als Schülerhelfer im Collecting Point tätig war, den Universitätsbibliotheken Marburg und Gießen sowie dem Universitätsmuseum danken. Das Bild, das Sie nun vor sich sehen, ist eine Momentaufnahme aus der deutsch-amerikanischen Filmproduktion Monuments Man – Ungewöhnliche Helden von 2014, bei der George Clooney die Regie führte. Der Film erzählt ausschnitthaft die Geschichte der US-amerikanischen militärischen Kunstschutzeinheit Monuments Fine Arts and Archive Sections nach. Deren Akteure begeben sich auf die Suche nach Kulturgut, das während des Zweiten Weltkrieges vor allem vom nationalsozialistischen Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg aus ganz Europa zusammengeraubt worden war. Zum Schutz vor der Zerstörung durch den laufenden Krieg wurde dieses in abgelegenen Klöstern, Schlössern, Bergwerken usw. eingelagert. Die amerikanischen Kunstschutzoffiziere folgen auf der Suche nach entsprechenden Depots ab Herbst 1944 unmittelbar der sich langsam vom Rheinland nach Osten verschiebenden Frontlinie. Ihre Aufgabe besteht darin, diese Objekte sowie kulturhistorisch bedeutende Bauwerke zu sichern, was ihnen den Spitznamen Monuments Man einbrachte. Auf ihrer Inspektionstour entdecken die Offiziere George Stout und Walker Hancock, im Film dargestellt durch George Clooney und John Goodman, den wir hier in der Rückansicht sehen, Anfang April 1945 in einem Siegener Erzbergwerk neben Skulpturen hunderte Gemälde, darunter Meisterwerke von Gauguin, Rembrandt, Rubens und Van Gogh. Eines dieser Bilder, das Ehepaar Sisley von Auguste Renoir, ist im Halbdunkel rechts unterhalb des Tisches zu erkennen. Eine dringend gebotene Evakuierung des von Schimmel bedrohten Bestandes können die Kunstschützer jedoch infolge des noch anhaltenden Kriegszustandes nicht durchführen. Der Film wendet sich anschließend den Ereignissen in Neuschwanstein und Altaußen zu, während der Zuschauer über das weitere Schicksal der Siegener Objekte im Ungewissen gelassen wird. Welche Bedeutung hierbei Marburg zukam,
in deren Universitätsmuseum die jetzt sichtbare Fotografie mit dem genannten Renoir-Gemälde im Zentrum entstand, ist Teil der Ausstellung und der zugehörigen Publikation und soll hier kurz skizziert werden. Verantwortlich für die Ereignisse war der schon erwähnte Monuments Man Walker Hancock, der nach der Inspektion des Siegener Bergwerks nach Marburg weitergereist war. Hier hatte er den Zustand bedeutender Bauwerke begutachtet und Informationen zu weiteren ausgelagerten Kulturgütern zusammengetragen. Anschließend fuhr Hancock weiter nach Osten und entdeckte Ende April 1945 im thüringischen Wernigerode unter anderem die preußische Militärstandartensammlung und die Sarkophage Friedrich II. Von Preußen, Friedrich Wilhelms I. sowie des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und seiner Frau Gertrud. Da der Ort in der zukünftig sowjetisch besetzten Zone lag, ordnete die amerikanische Militärführung die sofortige Evakuierung des politisch heiklen Bestandes an. Hancock entschied sich für einen Transport nach Marburg, wo er mit der Universität, dem Staatsarchiv und der Denkmalpflege für den Bezirk Hessen-Nassau geeignete Institutionen für den Umgang und die Lagerung des Bestandes vorgefunden hatte. Zudem lag die Stadt nahe weiterer mitteldeutscher Depots und war vom Krieg weitgehend verschont geblieben. Schon einen Tag nach der Kapitulationserklärung des Deutschen Reiches kamen die ersten Objekte aus Wernigerode in Marburg an und wurden in die Obhut von Professor Dr. Richard Hamann, Ordinarius für Kunstgeschichte an der Universität Marburg und in Personalunion Leiter des von ihm gegründeten Bildarchivs Foto Marburg gegeben. Die preußischen Standarten und die Sarkophage brachte man separat im Landgrafenschloss unter. Als Hauptsitz der Sammelstelle wählte Hancock das Gebäude des Staatsarchivs, welches zuerst von kleineren Kriegsschäden befreit werden musste. Mit den durch Hancock initiierten Maßnahmen nahm nun die allererste Kunstsammelstelle der Alliierten in Deutschland, der Marburg Central Collecting Point, später in Abgrenzung zu anderen Sammelstellen auch Central Art Collecting Point genannt, den Dienst auf. Mit seiner pragmatischen Herangehensweise schuf Hancock ein Vorbild für weitere Einrichtungen dieser Art in München, Wiesbaden, Celle, Baden-Baden und so weiter. So ging er aufgrund des geringen Personalmantels der Kunstschutzeinheit Kooperationen mit deutschen Institutionen vor Ort ein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatsarchivs, der Kunstgeschichte inklusive des Bildarchivs Foto Marburg sowie des Landesdenkmalamtes überantwortete er die Inventarisierung, Dokumentation, gegebenenfalls Restaurierung und Magazinierung der eintreffenden Kulturgüter. Zusätzlich griff Hancock auf die Hilfe von 4 Marburger Schülern zurück, darunter Walter Otto und Karl-Heinz Schade, welche ihn retrospektiv als einen kultivierten, immer freundlichen und unmilitärischen Menschen charakterisierten, der ihnen auch den einen oder anderen lausigen Streich verzieh. Über einen davon, und darüber freue ich mich sehr, wird uns Herr Schade nun selber berichten. Wir 4 Jungs waren damals im Art Collecting Point an den verschiedensten Stellen eingesetzt und mussten alle möglichen Arbeiten vollbringen. Da gibt es eine schöne Geschichte mit Captain Hancock. Er hat uns gebeten, seinen Dienstwagen, einen deutschen Opel, der grau in Tarnfarben gestrichen war, einmal zu waschen. Er stand vor seinem Direktorzimmer an der Ecke Friedrichstraße und wir gingen dran, haben ihn also eingeseift, abgespült und alles. Aber dann interessierte uns das Fahrzeug doch mehr und wir wollten es eigentlich mal fahren. Aber es gab keinen Schlüssel und auch kein Schloss. Und dann haben wir lange rumgesucht und fanden endlich ein kleines Schalterchen unter dem Armaturenbrett. Und siehe da, das war der Starter. Wir haben ihn dann angelassen und sind auf dem Vorplatz des Staatsarchives rumgekauft mit Captain Hancocks Auto. Man darf nicht vergessen, wir waren 14 Jahre alt damals. Und Captain Hancock stand in dem Moment am Fenster seines Dienstzimmers. Er schaute hinaus
und wackelte mit dem Kopf und konnte nicht verstehen, wie wir rausbekommen hatten, dass sein Auto gestartet werden konnte. Aber er hat es uns nicht für übel genommen. Es gab also keine Ermahnungen hinterher oder sonst was. Im Übrigen war Captain Hancock ein Mann, dem wir sehr zugetan waren. Man darf ja nicht vergessen, es waren ursprünglich die Erzfeinde des Deutschen Reiches und auf einmal stand da jemand vor uns, der mehr wie ein väterlicher Vater sich gebärde. Vielen Dank, lieber Herr Schade, für diese kleine Anekdote aus Ihrem reichhaltigen Fundus. Den Marburger Collecting Point durchliefen im Laufe von 15 Monaten zehntausende Kulturgüter, wozu neben den Kunstwerken auch Bücher und Dokumente gehörte. Entgegen der Erwartung der Amerikaner, hauptsächlich geraubte Kunstwerke zusammenzutragen, wie auch der Hollywood-Film suggeriert, stammte die meisten in Marburg eintreffenden Objekte nachweislich aus öffentlichen, kirchlichen und privaten deutschen Sammlungen. Diese waren kriegsbedingt in entlegene Depots evakuiert worden und stammten unter anderem aus Aachen, Berlin, Danzig, Düsseldorf, Essen, Köln, Krefeld, Mannheim und Potsdam. Als Raubgut konnten, soweit wir wissen, lediglich rund 200 Objekte identifiziert werden, darunter der Kathedralschatz von Metz. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass aus personellen und zeitlichen Gründen eine aktive Provenienzrecherche unterblieb, sofern kein Verdachtsmoment vorlag. Bis zum Sommer 1946 war die Marburger Sammelstelle aktiv. Objekte aus der britischen Zone, die die Amerikaner aus Sicherheitsgründen aus Orten wie Siegen evakuiert hatten, wurden bis dahin in eine Sammelstelle bei Düsseldorf überführt. Alle restlichen Kulturgüter, die nicht an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden konnten, verbrachte man in den Wiesbadener Central Collecting Point. Als letzte Maßnahme transportierte man am 16. August die vier Sarkophage in der geheimen Operation Body Snatch in die Marburger Elisabethkirche. Am Folgetag verkündete Francis Bilodeau, der Hancock im Dezember 1945 als Leiter des Collecting Points abgelöst hatte, das Ende dieser ersten Kulturgut-Sammelstelle. In ihrem Abschlussbericht würdigten die Amerikaner die Kooperation mit den Marburger Institutionen, vor allem mit dem Kunsthistorischen Institut, respektive Foto Marburg. Diese führte zum einen dadurch, dass in der schwierigen frühen Nachkriegszeit zahlreiche Kulturgüter vor Raub oder Zerstörung bewahrt werden konnten und zum anderen zu einer schrittweisen Reaktivierung des kulturellen Lebens in Marburg, ja, durch weitere Sammelstellen in ganz Westdeutschland. Zum Schluss bleibt mir nur noch, Sie herzlich einzuladen, an diesem geschichtsträchtigen Ort die Ausstellung zu besuchen, wenn es die Situation zulässt, und empfehle Ihnen für eine inhaltliche Vertiefung unsere Begleitpublikation. Dort finden Sie zudem Informationen zur Entwicklung des militärischen Kulturgutschutzes, zahlreiche Details zum Marburger sowie anderen Collecting Points und erfahren letztlich auch, was die berühmte Berliner Nofretete damit zu tun hat.